Willkommen im Autohändler-Alltag. Von Benzo bis BMW. Willkommen im Autohändler-Alltag. Audi Cabrio. Willkommen im Autohändler-Alltag. Alles was du willst. Willkommen im Autohändler-Alltag. Komm zu dir. Kunde, wenn da bei Ihnen schon Game Over ist, dann ist bei mir schon lange vorbei. Lindner! Ja. Mit deiner Freundin? Ja, dass die das jetzt immer, jetzt ruft die mich so. Weil ihr das immer so. Jawohl! Jetzt wäre ich immer so gerufen. Lindner! Genial! Guckt ihr die Videos oder woher weißt du das? Ab und zu mal, ja. Und da hat es genau das Richtige gesehen. Das gefällt mir ein bisschen. Ja. Da weißt du wenigstens, dass der Hörer genauso verloren ist wie im privaten Bereich. Ja. Aber weißt du was, das kann man sich immer nicht vorstellen. Ne? Man denkt ja immer, als Autohändler machst du 9 to 5 und dann geht um 5 Uhr, 17 Uhr das Tor zu und der Computer aus und dann gehen alle heim und dann bist du fertig. Das ist die graue Theorie. Die Wahrheit ist, es geht meistens so lange, bis es fertig ist. Und dann sitzt du im Zweifel gerne mal bis um 8, um 9 hier. Und meine Freundin vor der Lisa, was schon viele Jahrzehnte mittlerweile gefühlt, Jahrtausende, also für mich, aus meiner Sicht, zurückliegt, die hat immer gedacht, ich gehe irgendwo bumsen. Die konnte sich das einfach nicht vorstellen, dass man bis um 8, um 9 in irgendeinem Container sitzt und da irgendwelchen Scheiß veranstaltet. Und jetzt ist halt Folgendes passiert. Wir haben ja relativ viele Autos verkauft, auch viele in der Finanzierung. Und da hat der Kollege jetzt wohl ein bisschen was durcheinander gehauen, ne? Der eine hat den Brief von einem anderen oder irgendwas ist da schief gegangen, ne? Ja. Haben sie jetzt schon geklärt, aber es ist natürlich scheiße, ne? Dann geht das Theater los, der Kunde denkt, du willst den veralbern und oh, Hilfe. Apropos veralbern, da hatten wir ja gerade gestern, wir haben eine C-Klasse verkauft und sowas gemacht. Dran war bei dem Ding, ich glaube, Staubfilter und Öl mit Filter. Die zwei Sachen, laut der Historie, das ne, fragst du ja ab, guckst bei Mercedes rein, in dem Fall ist ein Benz. Dann sagt die Karre, bei dem Kilometer stand, will jetzt das und das. Und das haben die auch gemacht, die Jungs. Und ich weiß noch, der Stefan hat den Service gemacht und hat so den Staubfilter, der sitzt quasi im Beifahrerfußraum hinterm Armaturenbrett so drin und hat so das Ding in der Hand und sagt so, du komm mal, Alter, das sieht aus wie neu. Ich sag, komm, tauschen, scheiß drauf. Ja, weiß nicht, kaum 20 Euro das Ding oder so, kein Plan. Getauscht den Kriebel und gestern war der Kunde hier und sagt so, der Luftfilter, das ist nie getauscht worden. Hat sich hier auch wohl, ich war ja nicht da, ich war ja in Berlin gestern, hat ganz schön aufgeregt und war ziemlich auf Prass. Ja. Und heute haben wir da mal Licht ins Dunkel gebracht. Es ging halt um den Luftfilter. Er dachte, der Luftfilter hätte getauscht werden müssen, aber der ist auch gar nicht dran gewesen. Der ist schon gemacht worden bei 55.000, aber hat jetzt irgendwas um die 80, 85 oder irgend sowas. Dann habe ich das heute mir mal auf den Zettel gezogen, mir den Lieferschein gezogen, die Historie mit angeguckt, mit den Jungs drüber gesprochen und siehe da, ach nee, das ist ja der Staubfilter. Der Staubfilter ist der Innenraumfilter, Pollenfilter. Habe ich das gerade mit dem Kunden auch besprochen und er sagt, ja gut, alles klar, gut, dann habe ich das verwechselt, hat sich entschuldigt. Muss man dazu sagen, hat sich entschuldigt, ich gesagt, gut, alles klar, dann war das mein Fehler, alles gut. Dann hast du das halt, sitzt halt hier um dein Tagesgeschäft, hast eigentlich gerade drei Sachen, die du arbeiten willst und auf einmal steht einer vor dir, der erzählt dir erstmal, wie scheiße alles ist. Ohne, dass du da vorher irgendwie ein Date mit dem hast oder irgendwas willst. Und ich empfehle... Ist das jetzt euer Ernst? Hm? Wir trinken Tee, ein bisschen... In Stiftung zu kommen, also für die Arbeit meine ich natürlich. In Stimmung kommen. Kunde, wenn ich früh die Augen aufmache, bin ich schon in Stimmung. Ja, da geht's schon los. Die müssen hier in Stimmung kommen. Alter! Schade, dass der gerade nicht da ist. Er hat gerade riesiges Glück. Der hat ja wieder einen geilen Bock geschossen. Aber die Story muss ich trotzdem erzählen, weil die zu geil ist. Und zwar geht jetzt an alle Frauen. Und zwar. Ich sag nur, Hashtag der Briefkasten ist schmutzig. Ach so. Hatten die Kollegen eine ganz einfache Aufgabe, die sollten, oder insbesondere der André, der sollte so einen Streifen aus vom Dymo, so einen Namensstreifen quasi machen und den an einer bestimmten Adresse einfach auf den Briefkasten aufkleben, weil da ein spezieller, wichtiger Brief mit einer Information hinkommen sollte. Und dann sagst du nachmittags zu dem, warte da, ja, alles gut. So, hast du es aufgeklebt? Nee. Ich sag, warum nicht? Ja, weil der Briefkasten schmutzig war. Dann guckst du den an. Was? Ja, und wenn du da einfach mal kurz mit dem Lappen überwischst oder irgendwas? Ja, nee, hatte ich jetzt nie. Ich sag einfach mal mit dem Finger, dass du drüber wischst und dann aufkleben konnte? Nee. Ich sag, Kunde, ist das jetzt dein Ernst? So, wo ist denn das? Das hab ich in die Küche gelegt. Wir können ja mal einen Maler fragen, ob der das da noch macht. Ich sag, oh. Da hab ich gesagt, pass auf, jetzt hol ich mein Buch und schreib mir das auf. Ja?
sondern weil das kommt in meine Hitlist für die geilsten Ausreden, die ich je gehört habe. Weil der Briefkasten schmutzig ist. Ich verstehe seine Gewissenhaftigkeit, aber ne? Und da habe ich dann jetzt den Slogan geprägt, wenn anfängt, meistens ja die Männer oftmals, also ich kenne es ja von mir selber, ich würde mich da ja nicht ausschließen, wenn dich deine Olle auf Deutsch gesagt wieder bei irgendwas ertappt hat, ja, hast du wieder was vergessen oder nie richtig gemacht oder sonst was, du machst es ja generell meistens nie richtig, dann fängst du ja an nach irgendeiner Ausrede zu suchen und in dem Moment war ich quasi André seine Frau. Und der fing ja an, mir irgendeinen wilden Scheiß zu erzählen. Und da hast du gesagt, das ist jetzt stellvertretend für alle Frauen, die sich irgendeine wilde Story von den Typen anhören müssen, wenn die mit irgendwas konfrontiert werden. Und da habe ich dann gesagt, pass auf, ich werde deine Frau anrufen und sagen, wenn du mal wieder stammelnd auf eine Frage von ihr hin vor ihr stehst und irgendwie um Worte ringst für eine Ausrede, braucht die einfach nur sagen, ich weiß schon, der Briefkasten war schmutzig. Ja, wir fahren jetzt die BMWs zu BMW. Because of the service. Und zwar, kommt mit, geben wir ja ein Auto ins Maif. Da haben wir jetzt hier so tolle Aufkleber gekriegt. Oh, Wahnsinn, oder? Geil. Ja, guck das mal an hier. Also das ist ja nun nie gerade der Hit, ne? So, aber ich weiß nie, wollen wir das auf das Auto drauf klatschen? Was? Ja, das hier vielleicht, oder? Das unten ist irgendwie, ne? Das ist doch nicht fürs Auto. Ja, doch, weil ich safe. Das klebt schon auf dem Briefkasten hier. Also, nee, da machen wir mal raus. Nee, weil guck mal, das ist ja auch. Das ist nicht fürs Auto. Doch, würde ich schon sagen. Und zwar fahren wir die BMWs zu BMW, weil die einen Service kriegen. Und zwar dieser eine. Wir haben einen 3er BMW versmeicht sozusagen. Geht eine Dame irgendwie nach. Hat einen ganz lustigen Namen, die Stadt. Keine Ahnung, hab ich vergessen. Das ist quasi so eine Langzeitmiete, ne? Das Smive-Abo ist ja, hat ja schon mal erwähnt, dass die mietet, die zahlt eine Summe im Monat, brutto, da ist alles drin, also außer Sprit ist da alles drin. Mhm. Kfz-Steuer, Versicherung, Wartung, Verschleiß, ne? Das ist wie eine Miete und nach 6 Monaten kannst du sagen, du weißt was, kein Bock mehr, will mal ein anderes Auto. Ne? Das Abo läuft, glaube ich, immer 6 Monate fest und dann kannst du wechseln und dann könntest du auch jeden Monat raus. Eigentlich ein geiles Produkt, finde ich. Ist so eine Vollkasko mit drauf. Und das testen wir jetzt eben, gucken mal, wie das läuft. Und die hat sich quasi für den hier entschieden. Also das Auto wird jetzt auch dann über uns angemeldet. Der kriegt auch noch einen frischen Service bei BMW, mit denen haben wir schon gequatscht mit den Jungs. Die wissen auch schon Bescheid. Und dann nehmen wir den 650i. Den habt ihr ja wahrscheinlich das Video dann schon gesehen von dem Auto, wo wir den geholt haben, nehme ich mal an. Der geht jetzt auch mit zum Service, weil der so ein All-Inkle-Service-Paket hat. Für einen großen Service. Was denn? Geht los. Es geht los. Mit was von der Droschke fährst du? Na dann. Sehen wir uns gleich bei BMW. Jürgen, fährst du kurz mit oder was? Ja, ich probier's. Würde ich das oder alles gut? Wenn du beschleunigst, merkst du das zuck, zuck, zuck. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das wirklich nur an den Reifen liegt. Und zwar ist jetzt die Theorie, also ist ja gestern bei der Abhängung schon aufgefallen, ein Zucken beim Beschleunigen zwischen 60 und 70 und 120, 130. Und irgendwie kam es mir jetzt stärker vor als gestern. Ja? Verteilergetriebe. Sicher? So dolle? Ja. Alter! Kann man umdrehen, wa? Dann drehen wir wieder. Feierabend. Wo ist mein Füße angeschnallt? So extrem ist das ja dann? Leck mich in die Tasche. Weil das ein X-Drive ist und da kommt der mit den unterschiedlichen Rollumfängen der Räder, wenn 2 mm Differenz sind zum vorne, von vorne zu hinten oder andersrum, kommt der einfach da nicht zurecht, offensichtlich. Also nicht gleichmäßig abgefahren wird. Offensichtlich. Naja, wie ist denn die Kraftübertragung? Der wird da wahrscheinlich hinten mehr Bums anliegen haben als vorne, oder? Mhm. Ansonsten, ich muss ja wirklich mal sagen, 6er BMW F12 F13 ist dem Boss, des Oberboss, seine Karre. Das ist so ein geiles Auto. Fühl mich hier drin komplett wohl. Bis auf die Lederfarbe. Ey, komm jetzt hoch. Nee, komm. Oi. Über Geschmack kannst du nicht streiten, hast du ja offensichtlich keinen. Gut, ist das geklärt? Geiles Auto. Das geklärt. Guck dir immer trotzdem mal durch, wie es dem Motor geht. Könnt ihr das machen? Ja, wir können mal zumindest an den Testring. Genau, aus. Injektoren gucken, was die so hast treiben. Hast du von dem Papier und von dem anderen auch Papier? Das ist übrigens das nächste Thema mit Stammmarkierung auf dem Reifen. Es gibt ja quasi Reifen, die quasi vom Hersteller quasi empfohlen werden oder als Ass-Ausrüster vermontiert werden. Und bei BMW ist das wohl so ein kleines Sternchen drauf. Und wenn du zum Beispiel den Reifen nicht hast oder hast im Zweifel irgendein Problem mit irgendwas, was weiß ich, ein Rucken, ein Zucken im Verteilergetriebe oder sonst sowas, kann es halt passieren, dass BMW sagt, wenn du jetzt Garantie irgendwie möchtest von BMW, dass die im Zweifel sagen, ich finde, das Auto ist aus 2011, ne? Also 12 ist der jetzt hier. Eigentlich ist das ja schon ein 10 Jahre altes Auto, von der Entwicklung her ist das Ding ja locker. Keine Ahnung, 15 Jahre zurückliegen wahrscheinlich oder sagen wir mal 13 Jahre. Mhm. Und der sieht immer noch aus wie von gestern. Ja, wenn du auch das Vorgängermodell hast,
Da finde ich immer, daran siehst du, Entschuldigung, wie weit die eigentlich voraus sind, so ein bisschen mit im Design und Entwicklung, weißt du? Ja. Wir machen jetzt halt den Service bei dem Smythe-Auto bei BMW. Haben wir halt einen vernünftigen Deal miteinander. Damit hier, wenn mal was ist an dem Ding, war ja da 3 Jahre Garantie bei BMW, dass es da keine Sorgen gibt. Wollen wir hier Autohändler-Style? Nee. Das weißt du, ne? Bei meinem ersten Arbeitgeber im Autohandel, da war das strikt verboten. Ah, das können wir doch nicht jetzt im Fernsehen zeigen. Das ist ja kein Exportplatz, gab es als Ansage. Ja klar, aber die kommen, stehen wie Kraut und Rübe und überall wächst Unkraut dazwischen hoch. Aber wir sind kein Exportplatz, jawohl. Nee, ansonsten, also vom Fahren her muss ich wirklich sagen, habe mich dieses Auto hier gestern 300 Kilometer oder so damit gefahren. Komplett abgeholt. A, von der Leistung, vom Komfort, vom Handling, muss ich wirklich sagen. Und was halt echt geil ist, Verbrauch ist echt gering. Ja? Ja. Wie viele Gänge hat der? 7. 7. Naja, und du fährst ja eh nicht schneller. Oder nee, warte mal, hat er nicht sogar 8 der Eimer? Und du fährst ja eh nicht schneller als 120. Aber gut, ganz ehrlich, ne, die Strecke von Berlin runter, da fährst du teilweise kaum schneller als 120, das stimmt wirklich. Ja, bei unserem Lostrinser, so nenne ich den jetzt schon mal, weil der macht ja auch seinen Namen aller Ehre. Ein Kollege holt das Ding in Wien ab, fährt irgendwie, keine Ahnung, 100 Kilometer, geht die Motorkontrollleuchte an. Ne? Guck mal hier, hier wird auf den Schlamm gehauen. Junge, Junge, Junge. Wir waren gerade in der Nähe bei BMW, haben wir gedacht, halten wir mal ganz kurz an. Ja, weißt du? Und so passiert's. So passiert's, da ist das rote Heft weg. Das ist auch wirklich blöd. Leg das mal in den Passat rein. Ja, komm, dann gehen wir mal schnell in den Sunlight angucken. T68, ne? No, genau, was du mir geschickt hast. Das ist so eine Karre, ne? Gucken wir mal schnell rein. Wir nehmen quasi zweimal Campervan von Sunlight, 6,40 Meter, 140 PS Handschalter auf Ducato-Basis logischerweise. Und vermutlich 2 T68, können wir mal einblenden, wie die Dinger aussehen. Auch von Sunlight, aber die 22er Modelljahre, also von Fiat. Und der Vorteil ist an den Dingern, die haben hinten Längsbetten, Einzelbetten, die man sich zusammen mogeln kann. Ja, also so einer ist es quasi, vergleichbar. Was hier natürlich schön ist, schwarzer Fahrradträger, ne? Und schwarze Markise. Ganz nach Erregungsgeschmack. Schade ist halt bei Sunlight, die haben keine ZV. So, eigentlich hast du hier noch eine Drittstufe, die ist sogar elektrisch. Ja, was geht, Gunne? Ja, geht ab, oder? Jawohl. So, mir gefällt das Raumkonzept sehr, sehr gut. Einfach genial. So ähnlich haben wir es auch. Das ist jetzt hier ein Handschalter mit einer normalen Klimaanlage. Und der hat, die sitzen noch ein bisschen bequemer als meine, kann das sein? Ja, die sehen wertiger aus irgendwie. Ist der 7,40 Meter? Doch, T80 Sunlight Adventure Edition, ne? Das ist das Ding. Hat aber noch das alte Cockpit hier, der Kollege. Mhm. Hier ist nochmal ein Einzelsitz. Den Tisch kann man sich ein bisschen hin und her schieben. Vor, zurück, rein, raus. Geil ist, dass das halt die etwas größere Sitzgruppe ist. Das heißt, wenn du hier sitzt, kannst du hier entspannt während der Fahrt deine Beine hochlegen. Easy peasy, das gefällt mir ziemlich gut. Dann haben wir hier ein paar schönes Panoramafenster, das ist also sehr hell in dem Ding. Und hier oben drüber befindet sich quasi Subbett, das hat man ja schon mal gezeigt, ne? Das geht aber hier manuell zu entriegeln dann nach unten, ne? So hier, ne? Relativ simpel. Mhm. Kannst du mal hier oben drauf filmen. So, das ist dann die Liegefläche hier am Eingang. Easy für 2 Personen. Und bei Tagesbedarf das Ding halt wieder nach unten, dann regelt das hier ein. Fertig. Fertig, genau. Küche ist ja klar. Kühlschrank. Das finde ich auch gut, dass das hier getrennt ist. Bei uns ist das Intlu. Mhm. Ja, und hier ist die Batterie bald alle. Okay. Offensichtlich. Okay. Ja. Und dann hast du hier hinten das Raumbad, ne? Ah, ja, okay. Das ist hier immer dann zu. Ah ja. Und schon kannst du dich hier im Bett duschen. Im Bett duschen, genau. Quasi. Genau. Mir hat das Konzept am besten gefallen. Vor allem mit Kind fand ich das praktisch. Es können auch theoretisch 4 Personen hier hinten pennen. Das geht auch. Dann wird das, wie gesagt, hier rausgezogen. Mhm. Können wir mal kurz vorführen. Ziehst die Scheiße hier einfach raus. Wie man sieht, sie auf volle Länge. Und dann kommt der Matthias hier rein. Und dann kommt noch ein Topper theoretisch drauf. Den kann man sich noch dazu ordern, wenn man will. Dass das quasi plan in die Liegefläche wird. Ja, und dann kannst du hier hinten äußerst entspannt grunzen. Und hast du einen Stauraum da hinten, ne? Und eine Lampe. Hast Stauraum, genau, hast Leseleuchten, hast oben USB-Ladedosen im Regelfall. Links und rechts jeweils. Kannst du hier nochmal ordentlich Scheiße reinschmeißen, auf Deutsch gesagt. Feinster Schrank. Und dann für Krimskrams und Bier-Notreserve für die Nacht. Das Bierversteck ist hier. Jawohl. Okay. Ja.
Sogar mit Laminat unten. Ja, krass. An alles gedacht, Junge. Keine Kosten, keine Mühen gescheut. Ich finde die gut. Preis-Leistung stimmt hier für mich. Kommt aus Sachsen das Zeug. Das ist das Schöne daran. Na, hier ist auch nochmal ein Doppelboden drin. Und ich finde das sehr, sehr cool. Mir gefällt das, ne? Ach, guck mal, das Staufach haben wir nie. Schweinerei. Was wir halt überlegt haben, was ich gerne machen will, ist, ich möchte gern unseren Mietern anbieten, dass sie nicht zwangsläufig mit dem Ding auf irgendeinem Campingplatz stehen müssen, damit sie stehen. Sondern ich möchte ihnen gern anbieten, dass die auf eine autarke Basis stehen können. Das heißt also, hier kommt ein Wechselrichter rein, Solarpaneele auf dem Dach und entweder eine AGM oder ein Lithium, weiß ich noch nicht genau. Muss ich mal überlegen. Weil das ist für mich, freistehen ist für mich ein extremer Mehrwert. Mhm. Ja, klar, ja. Wenn ich irgendwo Sky finde und man zwei Nächte stehen will, dann kann ich es machen. Ja, Kontrolle hin oder her, keine Frage. Im Ausland habe ich die Erfahrung gemacht, ein paar liebe Worte und ein Scheinchen und dann ist alles schön. Ansonsten von der Ausstellung her, was sagt ihr? Haut mal in die Kommentare. Kommt cool, ne? Das Gute ist, ich glaube, du hast hier noch 500 Kilo Zuladung. Und es sieht auch nicht scheiße aus, ne? So vom gesamten, diesem Schwarz-Grau. Schönes Auto, optisch geht das, ne? Gut, vorne ist halt ein Fiat-Führerhaus, ne? Aber das hat man ja schon alles, ne? Haben wir ja schon gezeigt, x-mal jetzt. Was mir gefällt, ist das hier. Das finde ich ein bisschen besser als bei uns, ja? Das finde ich irgendwie adretter als diese komischen Wackelschienen, die wir haben. Ja, und dann hat er halt, wie gesagt, die neue Front mit den dunklen Scheinwerfern. Alles ein bisschen in Wagenfarbe lackiert. Hab ja schon wieder Ideen für die Dinger, ne? Weil das ja Fiat Front ist, gibt es ja auch Tuning-Teile. Da hab ich schon wieder Ideen, ne? Achso, apropos. Und den hier bekommen wir theoretisch immer als Automatik sogar. Und immer, wie gesagt, als Handschalter. Jetzt reden wir mal mit dem Sepp und gucken mal, ob der jetzt ein paar Minuten Zeit hat vielleicht für uns. Na, ich hätte so gedacht, dass wir so mit 3 Stück, 4 Stück starten und dann eventuell upgraden. Was geht denn hier ab? Du musst ja richtig arbeiten fürs Geld, hä? Fast wie unsere Verkäufer, die müssen auch ab und zu arbeiten. Machen die das so? Nee, machen die auch. Alles gut. Danke, bis dann. Ciao, ciao. Was war bei euch eigentlich gestern los oder vorgestern oder was? Geil, oder? Mit dem Audi oder was? Ich hab das bloß heute früh mal kurz gesehen. Ja. Kannst du nicht aussuchen. Aber kennt ihr ja auch, wie das ist, ne? Wenn so eine Karre weg ist oder wenn irgendwas demoliert wurde. Ja, wenn es weg wäre, wäre es ja noch entspannter. Das noch, und jetzt hast du die Scheiße an der Backe, musst du drum kümmern. Wenn die Karre weg ist, ist sie weg. Das wäre so oder so scheiße, egal was. Ist eh scheiße, betet scheiße. Na gut, bei euch haben sie mal irgendwie, hat Olli mal erzählt, einen ganzen Van mitgenommen jetzt dieses Jahr, glaube ich, ne? Drei? Also drei wollten sie mitnehmen. Und den haben sie mitgenommen. Den haben sie gekriegt und die anderen haben sie halt zerstört. Und das ist eben das Schlimmste, was dir passieren kann. Weil wenn die Kisten noch hier stehen und kaputt sind, ist das viel, viel dramatischer, wie wenn sie dann einfach weg sind. Aber die Jungs haben sie ja geschnappt. Ach Quatsch. Den konnten sie 9 Wohnmobildiebstähle in der ganzen Region nachweisen. Genau, na pass auf, wir machen heute mal Brainstorming heute Abend. No. Angebot hast du mir ja geschickt, gucken wir uns die Scheiße nochmal an. Und dann sagst du morgen Bescheid, was wir machen. Gibt's da Bier oder gibt's da Wein beim Brainstorming? Weder noch. Asti. Asti, okay. Genau, Junge. Oh, oh. Oh. Die Sorte. Die Sorte Typen seid ihr. Das muss süß sein. Danke dir. Schöne Zeit. Gleichfalls. Spaß. Ja, das Problem ist, hier ist die Zuladung. Die Dinger liegen bei 3, irgendwas, 3 Tonnen oder irgend sowas. Da kann ich Kalifornien. Das sieht cool aus, ne? Sieht schweine cool aus, aber für 3,5 Tonnen Zulassung ist das eigentlich nichts. Und ich sag dir ganz ehrlich, mittlerweile bin ich an dem Punkt, ich würde auch den STX nehmen, wenn ich das Geld hätte. Ja, wegen... Because of the Platz. Das ist auch das Thema, nee, wirklich. Nee, das finde ich zu doll. Nee, eigentlich, na, ob du jetzt einen Empire Liner nimmst. Guck mal. Das ist scheißegal, dann kannst du auch einen LKW fahren. Und so, da hat er selbst recht, der selbst sagt, durch die 2 Achsen und dass die hinten liftbar ist und mitlenkt, ist das Ding wendiger als das. Nee, was du, Enrico, jedes Mal vergisst, dass es da gar nicht fahren darf. Und, ja, vor allem ist sowieso hätte. Gar keine Cola für so eine Scheiße. Aber Fakt ist, dass du das Ding, das glaube ich auch ungelogen, sofort, dass das Ding viel fahrstabiler liegt mit den 2 Achsen im Nachlauf, als das lange Ding mit einer Achse. So, wir sind jetzt back on track. So ein schöner E63. Very hübsch. Wenig runter. Mit Kindersitz, jawohl. Mhm. Ja, so der letzten. So ziemlich. Fette Karre, schon ne? Schön, ne? Mhm. Aber liegt bei über 50 Mille. Deutlich über 50 Mille. Mal gucken, was wird, ne? Tschüss, Leute.